Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Regrowth. Ja, ich habe an der Pflanze weitergearbeitet, an der Eisenpflanze, wie man hier schön sieht. Oh, diesmal wieder vielleicht gewachsen. Eine 668 habe ich. Das wird jetzt aber nicht mein Hauptaugenmerk. Eine 669, sehr schön, das heißt, ich kann die abhauen. Und auch gleich wieder verwursten. Es geht mir eigentlich vor allem um die Essenz. Ihr seht, da ist schon ein wenig was passiert. So, ich habe hier eine 544. Wenn das eine 555 ist oder so. Oder sogar noch besser. 654. Auch weg. Dann heißt es jetzt, ich nehme das mal mit. Das schmeiße ich mal da rein und wir arbeiten eine Menge an den Mods. So, und zwar von Mariculture. So, als erstes brauche ich diesen Tisch, dann brauche ich diese Essenzen. Zack, und jetzt habe ich 6 Stück. Nochmal 6 Stück und das heißt, ich glaube, bei Mariculture brauche ich für den Fett 2, 4, 6, 7. Jawohl. Das heißt, ich nehme jetzt 8 Stück und lasse die mal durchlaufen. So, das heißt, ich habe da noch eine leere Kiste. Das heißt, da kann ich schon mal das Eisen reinfeuern. So, den Raum habe ich auch in der Zeit noch ein bisschen weiter ausgehöhlt. Das heißt, wir müssen jetzt dann irgendwann noch diese komplette Wand da hinten wegzimmern. Dann wird hier, beziehungsweise die kann ich sogar stehen lassen. Beziehungsweise ich glaube, ich mache sie doch weg und werde dann Cracked Sand dafür hinstellen. Dann werde ich hier die Mauer weiter entlang ziehen. Das wird dann irgendwann bis, ja, ungefähr bis hier oder so gehen. Und dann habe ich hier irgendwo. Klappt mal wieder alles. Ne, da war es nicht. War es auch nicht. Ach, verdammt. Bin's jetzt wieder nicht mehr, hä? Zugemauert habe ich es nicht, das weiß ich. War ich gerade, ne? Auf Höhe 64 war das eigentlich. Ah, ich glaube hier. Ja. Ja, genau. Und dann habe ich das bis hier. Und dann wird es bis hier hintergehen. Ja, also das wird dann alles schön brav durchgezogen. Und dann wird auch hier irgendwo mein Thaumcraft-Raum sein. Aber der muss ja mit am größten sein. Bin ich denn hier in der Höhle drin oder was? Oh, wir finden wieder raus. Ist da nicht aufgepasst, wo ich hingefallen bin? Glaube ich, war alles Rohrschneider. Rohrdings halt. Da ist das Licht. Daraus. Warum? Ah, da ist das Loch. Da. Ja. Und ab im Raum. So, aber gleich Scoop nehmen. Und die Rocketbiene abbauen. Wichtig. So, dunkel ist nicht, aber ich habe meinen Kupfer. So, und das heißt jetzt und ich habe mein Fett. Den stelle ich jetzt erstmal hier rein.
Dann schauen wir mal mit dem anderen Buch, was ich damit machen kann. Vor allem, ich glaube, ich habe die Aufgabe schon gelöst. Genau, Kupferseed, den habe ich auch noch nicht abgerufen. Wie gesagt, den einen Kupfer, die zwei Kupfer habe ich noch hinzugefügt. Dann ging das eigentlich ziemlich fix. Essence of Copper gebe ich mir gleich. Und dann haben wir hier unseren Fett. So, und jetzt haben wir nochmal ein Buch, What the World Teaches. Sehr schön, das heißt, ich brauche nur noch The Factory. Das kann jetzt auch sein, dass die irgendwo noch dabei ist. Also nicht unbedingt immer gleich die ganzen Bücher basteln. Danach sich ärgern, dass man die eigentlich dann in den Aufgaben kriegt. So, to hell and back. Und Crucible of Fire. Crucible of Fire. Das heißt, ich brauche Lava, ich brauche einen Fluid Tank. Ich brauche gebrannte Bricks. Jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. Hoffe, dass ich es auch wieder rauskriege. Hallo, gib mir mein Buch wieder. Danke, sneaken. So, das heißt, ich habe jetzt schon mal Lava. Silikon brauche ich Kohle, Kohle, Sand und Clay Block. Gott, davon brauche ich 12 Stück. Ich habe nur die Befürchtung, dass ich noch nicht so viel Clay habe. Und wie ich Rorschach erkenne, hatte das komplette, den kompletten Clay, der wo hier in der Nähe war, weggeknallt. Okay, dann lasse ich es mal. So, jetzt muss ich mal schnell schauen, wie das Ding überhaupt funktioniert. Und zwar, ich brauche Mariculture. Mary. Ure. Ja, aber ich vermute, ich brauche wirklich diesen Crucible Furnace. Burnt Brick, das heißt, ich brauche Bricks. Muss einen bauen, das heißt, ich brauche dafür zwei. Dafür brauche ich nochmal 4 Kupfer. Das heißt, ich brauche 6 davon und Iron Bars. Ja, jetzt brauche ich auch Eisen. So, ich nehme mal 3 Stück mit. Eins. Zwei. So. Das da gleich schon mal hinmachen. Jetzt muss ich mich schnell beeilen. Vielleicht ist nochmal Kupfer gewachsen. Scheiße, es sind 7. Ach Mann, schade. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwo einen rumliegen habe. Nein, leider nicht. Okay, aber ich habe jetzt noch mal 5 Stück. Es könnte sogar reichen für diesen Ofen.
So, jetzt brauche ich 4 Holz. Ein Glas. Wir mal, ob ich da hinten irgendwo Glas habe. In meinem Glück habe ich schon Glas in der Hand gehabt und ich habe es noch nicht gesehen. Ja, da ist Glas Pane. Aber keine Glasblöcke. Acht Sand nehmen, reinschmeißen, ab ins Bett. So, das heißt jetzt, ich möchte als, dann möchte ich jetzt eine Glas haben. Kann ich das jetzt schon so mal weit alles schon mal vorbereiten? Ich glaube, das war alles in die Ecken. Dann war das Holz, war dann hier, hier, hier und hier. Das Glas war dann hier und ich habe zwei Fluid Tanks. So, dann blättern wir mal in diesem Buch rum. Ah, okay, und so muss ich den Ofen aufbauen. Das heißt jetzt für mich, ich muss aufstellen. Okay, das ist anders, aber der kommt dahin. Ah, muss ich ihn ein bisschen versetzen, hau ich ihn dahin. So, dich hau ich mal da rein. So, jetzt mache ich dann gleich mal als erstes. Ich hoffe, dass das klappt. Weiß ich nicht mehr, aber ich, das müsste eigentlich Standard sein. Standardrezept. Dass ich jetzt da draus Eisen bekomme. Sehr schön, 32 Eisen, das ist mal richtig geil. So, jetzt lasse ich gleich mal zwei durchlaufen. Am Anfang habe ich zu wenig. Ich weiß das ist jetzt schon. Und danach, wenn das Feld mal auf 10, 10, 10 ist und ich das angepflanzt habe, habe ich von jedem zu viel. So. Ich habe mir überlegt die ganze Zeit, ob ich das einzäune mit Zäunen. Nein, werde ich nicht machen. Au. Ich glaube, die haben es die haben's ein wenig zu, du bist ein wenig zu feucht geworden im Kopf, oder was? Ja, ich könnte mal was essen. Und essen. 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 So, auf jeden Fall für das Eisen, was ich jetzt gerade mache. Ich brauche auf jeden Fall einen Eimer. Ich brauche aber auch die da. Die sind jetzt erstmal wichtiger. Ne, was ich jetzt gerade sagen wollte, und zwar, ich werde die ganzen Zäune hier auch abreißen. Ne, ich werde hier mit Hecken arbeiten. Und das alles schön mit Hecken einzäunen, gefällt mir bestimmt viel besser. Das ist mal was anderes, außer die ganze Zeit diese Zäune zu verwenden. Klar, bei den Tiergärtnern wird es dann was anders. So, aber ich habe meinen Eimer.
Bin ich schon mal zufrieden. So, was brauche ich jetzt noch für dich? So, und dann heißt es jetzt, bitteschön, was? Ich muss jetzt den Eimer nehmen. Dann, ja, die Bricks vergessen. Die sind jetzt da. Wie gesagt, wenn man sich vorstellt, ich kriege dann vier Stück raus mit Pflanze. Sind 25 mal 4, ja. Das ist ein bisschen was, ne? So, das heißt jetzt, ich lege das da rein und lege dann einfach die Lava drüber. Dann wird es einfach nur ein bisschen dauern, hoffe ich. Jawohl. Oh, da habe ich 5 Burnt Bricks rausbekommen. Cool. Na, nochmal die letzten 500. Krieg ich nochmal 5 raus. Ne, 6. Hä? Ach so, weil ich hier welche bekommen habe. Im Buch, glaube ich, waren da welche dabei, ne? Ja, 4 Stück waren dabei, jetzt habe ich 6. Aber ihr habt's gesehen, wie dieser Ofen funktioniert. So, das heißt jetzt als nächstes, ich brauche jetzt das Zeug hier und dafür brauche ich Clay. Dafür brauche ich viel Clay. Okay, dann gehe ich mal wegen auf Suche. So, dann habe ich nicht jetzt das ganze Flint weggeschmissen. Mir ist es ja auch zuzutrauen. So, und das heißt jetzt, ich schaue jetzt an der Oberfläche, ob ich hier Clay finde. Aber ich habe da, wie gesagt, die eiskalte Vermutung, dass ich erstmal 500 Meter in irgendeine Richtung laufen muss. Die Bienen sind auch wieder durch. Gleich laufen lassen. Ab und zu bin ich froh, dass er nicht alles sieht. Okay, was habe ich gesagt? Was brauche ich dafür? Neun Stück habe ich. Sechs, 12 Stück. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Clay. Eins, zwei. Ist aber erstmal egal, weil ich jetzt alles abbauen, den ganzen Clay. Ekel. Aber wir müssen jetzt genügend Clay haben. So, was brauche ich noch für dieses komische Ding? Sand und Kohle. Brauche ich Kohle oder reicht auch Charcoal? Verdammt, es braucht Kohle. Das heißt, ich kann es vergessen. Ich brauche diese Kohlepflanze. Moment. Vorschneider hat mir doch schon ein bisschen was vorbereitet. 13 Stück habe ich. Ja, aber das wird nicht reichen.
Ach, das ist doch scheiße. So, 7 Stück habe ich. So, das ist schon mal jetzt alles ausgewachsen. Gleich an den Automaten gehen. Versuchen. Sind lauter 10, 10, 10. Ich habe mir überlegt, eigentlich hier eine Wiese hinzumachen. Habe mich aber unentschieden. Ich mache jetzt hier die Pflanzen hin. Okay, so, das heißt jetzt dann dahin, dahin, dahin. Dahin. So, ab und ins Bett. So, das heißt, ich lasse bis zur nächsten Folge auf jeden Fall diese Blumen mal laufen. Beziehungsweise, nee, wir machen schon mal die erste Abfrage. Für diese Kohle. So, und zwar, das war der hier. Das war Kohle. Ich brauche Kohle, also Charcoal. Black Powder und Weak Essence. Das da. Das da. Gott, ich habe viel zu wenig Kohle. Ah, ich habe sogar zu wenig Schwarz. Kann nicht jetzt wahr sein. 87% habe ich. Habe ich noch schwarze Blumen? Das habe ich nicht geguckt. Ah, ich habe noch 10. Gott. So, und dann brauche ich für den Kohle-Seed 3 Stück. Ein Charcoal, ein Seed und 4 davon. Gut. Dann heißt das jetzt, kommst du dahin. 1, 2, 3, 4, du kommst dahin. Ein Charcoal. Und einen Seed. Gut, dann heißt das für mich, ich werde dann in der nächsten Folge dann Holz sammeln gehen müssen, dass wir das nötige Zeug zusammen kriegen. Und ich werde erstmal jetzt schwarz warten, warzen lassen, genau, das Schwarz wachsen lassen. Erst die großen, dann die kleinen Buchstaben. Und ja, wenn das dann einmal durch ist, können wir dann sozusagen noch einmal die Farbe machen. Dann können wir loswandern und uns Holz besorgen, dass wir noch mehr Charcoal bekommen. Dass wir dann die Kohlenpflanze bekommen. Dass ich dann an die Kohle rankomme. Super. Ja, das wird auch so passieren. Dann sind wir auch schon wieder durch mit der Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.